Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Direktor des Renner-Instituts, als erster Begrüßender hier herzlich willkommen heißen. Die Kooperation zwischen dem Renner-Institut, der Politischen Akademie, der SPÖ und dem IWM gibt es seit sehr vielen Jahren. Wir haben heute auch einmal darüber gesprochen, wir konnten uns gar nicht mehr erinnern, wie viele Jahre es schon her ist, dass wir diese Kooperation durchführen. Ich freue mich, Cornelia Klinger, mit der ich sehr lange zusammengearbeitet habe und die sich jetzt vom IWM verabschieden wird, dass sie heute hier ist und sich dann nach Hamburg begibt. Und ich freue mich auch sehr, dass Frau Randeria, die neue Rektorin des IWM, heute hier bei uns ist, sozusagen die Premiere. Sie wird ihr Amt, glaube ich, im Jänner antreten, wenn ich das technisch richtig weiß. Und ja, also ich hoffe, dass unsere Kooperation auch in ähnlicher Art und Weise weitergehen wird. Wir haben bei vielen Jan Patočka Memorial Lectures zusammengearbeitet. Ich erwähne nur drei, die mir persönlich besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das waren die Lectures von George Steiner, von Edward Said und letztes Jahr von Nancy Fraser. Drei sehr, sage ich einmal, unterschiedliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber es war immer ein sehr, sehr großes Vergnügen, diese Kooperation durchzuführen und hier auch wirklich höchstrangige Damen und Herren der Wissenschaft nach Wien einzuladen und ihnen zuzuhören. Gleiches gilt für heute. Jürgen Osterhammel brauche ich nicht lang vorstellen. Sie, die Sie hier sind, wissen, welche Arbeiten er vorgelegt hat. Ich nenne nur zwei ganz schnell. Das ist einmal diese wunderbare Geschichte des 19. Jahrhunderts, die Verwandlung der Welt. Und als Co-Herausgeber verantwortet er eine Geschichte der Welt, ja, wo die ersten drei Bände, wenn ich richtig informiert bin, heraus sind. Ich arbeite mich da versuche das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Hat viele, viele Preise bekommen. Ich bin sehr stolz darauf und freue mich auch sehr, dass er hier zu uns gekommen ist, und ich würde Sie bitten, ihn ganz herzlich zu begrüßen. So, und nachdem Sie nicht hier sind, um mir zuzuhören, darf ich jetzt Frau Randeria bitten, seitens des IWM ein paar Begrüßungsworte auch zu sprechen, und dann geht's richtig los. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, heute Abend Sie im Namen des IWM hier begrüßen zu dürfen. Die Jan Patočka-Vorlesungen wurden vom Institut 1987 ins Leben gerufen. Der tschechische Denker, der von 1907 bis 1977 lebte, gilt als einer der wichtigsten modernen Philosophen Mitteleuropas und war Mitbegründer und Sprecher der Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Seine Werke werden seit den 80er Jahren am Institut für Wissenschaft von Menschen erforscht und auch herausgegeben in Kooperation mit dem Patočka-Archiv in Prag. Im Zentrum seines Denkens steht die Idee Europas und die Reflexion darüber, was sie heute in einer Zeit, die er als die nacheuropäische Epoche nannte, noch bedeuten könnte. Der Gründer des IWM, der im letzten Jahr verstorbenen Philosoph
Krzysztof Michalski sah in dem Denker und Bürgerrechtler Patočka ein Leitbild, einen großen Europäer, in dem sich die unvoreingenommene Wahrheitssuche des Wissenschaftlers verbanden mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Intellektuellen. Eine Verbindung, die auch den Geist und die Arbeit des EWM bis heute prägt. Die Reihe der Gedächtnisvorlesungen wurde damals von Hans-Georg Gadamer eröffnet und findet in diesem Jahr mit Professor Jürgen Osterhammel zum 26. Mal statt. Unter den Rednern finden sich Martin Wolse, Lord Dahrendorf, Franz Fourier, Albert Hirschmann, Leszek Kolakowski, Jacques Derrida und Edward Said, wie gerade auch erwähnt. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, als diesjähriger Redner Professor Jürgen Osterhammel begrüßen und kurz Vorstellung zu dürfen. Spätestens seit dem Erfolg seines 2009 veröffentlichten Monumentalwerkes »Die Verwandlung der Welt – Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts« ist er auch einem breiten Publikum wohl bekannt. Kürzlich erschien die englische Übersetzung des Werkes. Weitere Übersetzungen in zahlreichen Sprachen werden folgen und sind in Vorbereitung. Sein Werk wurde mit den höchsten Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Gerda-Henkel-Forschungspreis und in diesem Jahr mit dem von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehenen Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Wie heute Nachmittag mir verraten hat, war eine Reaktion auf diesen letztgenannten Preis für wissenschaftliche Prosa, die besagte, wenn das Werk allgemein verständlich ist, dann ist es nicht komplex genug, um wissenschaftlich gut zu sein. Und mit diesem Vorurteil, dass Wissenschaft komplex sein muss und sprachlich nicht zugänglich, da werden wir ein Gegenbeispiel heute Abend bekommen. Für diejenigen, die das Werk noch nicht gelesen haben, werden Sie eine erste Probe bekommen und ich hoffe, Sie dazu animieren wird, weiter Herrn Osterhammels Werk zu lesen. Jürgen Osterhammels Publikationen umspannen neben zahlreichen Aufsätzen 9 Bücher. Sein kleines Band zum Kolonialismus ist zum Klassiker avanciert und ist ebenso bekannt wie sein bahnbrechende Werk Die Entzauberung Asiens. Exemplarisch für seine vielen Herausgeberschaften wurde hier gerade von meinem Vorredner genannt die 6-bändige Geschichte der Welt, A History of the World, die er mit herausgibt. Und in seinem aktuellen Projekt beschäftigt er sich mit den globalen Reichweiten von musikalischer Kommunikation im 19. und 20. Jahrhundert. Angesichts dessen bedarf er eigentlich keine Einführung. Erlauben Sie mir trotzdem einige Worte zu Vita. Jürgen Osterhammel studierte in Marburg, Hamburg, Kassel und dann an der London School of Economics. Bereits mit der Dissertation beginnt die Beschäftigung mit 2 Themen, die sein Werk auch heute kennzeichnen, dem Imperialismus und den Fernen Osten. Seit 1999 hat er den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte an der Universität Konstanz inne. Seine Forschungsinteressen umspannen europäische und asiatische Geschichte seit dem 18. Jahrhundert, Geschichte der interkulturellen Beziehungen und Wahrnehmungen, Geschichte und Theorie der Historiographie und nicht zuletzt Global History. Mit seinen Untersuchungen zur neuzeitlichen Globalisierung in allen ihren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Facetten hat er entscheidend dazu beigetragen, die deutschsprachige Geschichtswissenschaft für neue Ansätze zu öffnen und die welthistorische Perspektive wiederzugewinnen. Ich werde hier nicht weiter auf seinen zahlreichen Preisen, umfangreichen Publikationen eingehen können, möchte aber dennoch mir eine kurze Bemerkung zu seinem Magnum Opus erlauben, gleichsam als Hintergrund zum Vortrag heute Abend. Die Verwandlung der Welt folgt nicht einem Masternarrativ, sondern zeigt bewusst unterschiedliche Chronologien und Rhythmen auf.
Damit gelingt es dem Autor, Aspekte und Entwicklungen darzustellen, für die ein teleologisches Narrativ blind bliebe. Zugleich verknüpft er auf meisterhafte Weise politische und Gesellschaftsgeschichte mit Ideen und Kulturgeschichte. Seine Globalgeschichte lässt das Paradigma nationaler Geschichtsschreibungen hinter sich. Sie ist eine Verflechtungsgeschichte. Sie handelt von weiträumigen Verbindungen und Vermischungen, von asymmetrischem Austausch und wechselseitigen Einfluss. Und weil die Erde rund ist und der Westen der einen, der Osten der anderen ist, geht es in seiner Geschichtsschreibung nicht um das teleologische Wozu, sondern um das Wie. Anders gesagt, wir lesen bei ihm eine Universalgeschichte, aber ohne europäische Brille und ohne Geschichtsphilosophie. Am heutigen Abend spricht Jürgen Osterhammel über Schutz, Macht und Verantwortung, Protektion im Zeitalter der Imperien und danach. Er wird sich mit einer der widersprüchlichsten Kategorien im Vokabular der internationalen Politik auseinandersetzen, dem Schutzbegriff, der im 20. Jahrhundert eine tiefgehende Umdeutung erfuhr. Bevor ich ihm hier das Wort übergebe, möchte ich mich sehr herzlich auch bei unserem Kooperationspartner, dem Renner-Institut, bedanken. Nicht nur für heute Abend, sondern auch für die langjährige Kooperation mit EWM und mich ganz persönlich bei seinem Direktor, Herrn Karl Dufek, für diese Vorstellung heute Abend bedanken. Vielen Dank, herzlich willkommen und Herr Osterhammel, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, ich habe den direkten Weg aufs Podium genommen, um 2 Sekunden zu sparen, weil es ein wirklich langer Vortrag werden wird. Ich hätte bis 60 Minuten sprechen dürfen, das werde ich nicht tun. Das ist eine Zumutung, aber es werden auch, denke ich, nicht die üblichen 45 Minuten werden, sondern irgendwas in der Mitte. Liebe Frau Renderia, verehrter Herr Dufek, danke für die sehr freundliche Einleitung und Vorstellung. Allerdings muss ich zweitens warnen, es wird auch kein richtig unkomplexer Vortrag werden. Wenn man in einer solchen Reihe illustrer Vorgänger steht, Frau Renderia hatte ja Namen genannt, die den normalen Menschen erschauern lassen, und sich überlegt, was kannst du selber beitragen, dann ist das Risiko geringer, wenn man etwas auf der komplexen Seite bleibt, als wenn man zu sehr vereinfacht. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich den Vortrag so angelegt habe. Ein zweiter Grund ist, dass die Materie es verlangt, und das werden wir jetzt gleich sehen. Denn wenn ein Historiker, der nichts ist als das, der sich in keiner Weise als umfassend zuständiger Public Intellectual fühlt, der auch keine Kompetenzen und Ambitionen auf dem Gebiet der Theorie der Geschichte vorzuweisen hat, wenn ein solcher, sagen wir normaler Historiker, in einer philosophisch, daneben theoretisch, sozialwissenschaftlich, ja auch zeitdiagnostisch orientierten Vorlesungsreihe auftritt, wenn er also ein Publikum wie Sie zufriedenstellen soll, das überwiegend aus Nicht-Historikern besteht, dann hat er im Grunde nur 3 Möglichkeiten, um seinen Kopf rhetorisch aus der Schlinge zu ziehen. Erstens kann er, wenn ich eher sage, gilt es auch für Historikerinnen, Sie erlauben diese Kurzfassung, kann er oder sie eine spannende Geschichte erzählen. Das sollten wir Historiker eigentlich gut können. Und wenn wir es können, haben wir einen professionellen Vorteil gegenüber Theoretikern, die darauf angewiesen sind, umständlicher zu argumentieren. Zweitens verfehlt es nie, seine Wirkung auf die Pauke zu hauen. Eine drastische, wie man so unter Historikern sagt, revisionistische These zu vertreten, dann gilt ein solcher Historiker als mutig und die Medien freuen sich. Besonders zugkräftig sind Schuldzuweisungen. Sie werden vielleicht beobachtet haben, dass die jüngste Diskussion um die Ursprünge des Ersten Weltkriegs in den Sog einer Schulddiskussion geraten ist. Da können die Rekonstruktionen von Kriegsursachen und vielleicht Kriegsverantwortlichkeiten noch so penibel und kühl durchgeführt werden. Es
treibt letzten Endes immer wieder, jedenfalls in Deutschland, auf die Frage zu, was ist mit dem Artikel 231 des Versailler Vertrages, also dem Kriegsschuldparagraphen, zu tun habe. Das wäre die Paukenmethode. Die dritte Strategie besteht darin, sich ein aktuell diskutiertes Thema vorzunehmen und zu behaupten, das sei nicht neu, es sei im Grunde sogar uralt. Wenn man die Globalisierung diskutiert, erzielt es leicht einen sensationellen Effekt, wenn man behauptet, dass sie nicht 1980 oder 1880 oder 1571 angefangen habe, sondern im alten Orient vor 5000 Jahren. Das zeigt dann den Historiker als einen Menschen mit einem tiefen Verständnis, wie es gegenwärts befangenen Zeitgenossen fehlt, und umgibt ihn mit der abgeklärten Aura dessen, den nichts mehr überraschen kann. Heute Abend wähle ich keinen dieser Auswege oder mache bestenfalls eine Anleihe bei Strategie Nummer 3, sondern stürme in das volle Risiko hinein. Dazu ermutigt mich eine beiläufige Bemerkung von Jan Patočka in seinem großen Essay Europa und nach Europa, wo er es als den, Zitat, Hauptzweck seines Versuchs, also dieses Essay im wörtlichen Sinne, bezeichnet, Zitat, auf die Fragen überhaupt aufmerksam zu machen. Ich werde also nicht, wie es vielleicht nahegelegen hätte, über das 19. Jahrhundert sprechen, werde auch kein Loblied auf die Welt- oder Globalgeschichte anstimmen, wozu übrigens Bemerkungen von Jan Patočka durchaus einen guten und diskussionswürdigen Anstoß gegeben hätten. Ich möchte Ihnen vielmehr eine vielleicht nur angereifte, aus meiner Sicht angereifte Thematik vortragen. Die Fragen sind dabei vielleicht stabiler als die Antworten, die gegeben werden können. Diese Überlegungen führen mich auf gewagte Weise also über das hinaus, was man als Historiker qua Fachmann wissen kann und diskutieren sollte. Denn sie reichen hinein in Politikwissenschaft, Völkerrecht und vielleicht sogar Moralphilosophie, auch wenn auf diesem Gebiet heute Abend besonders vorsichtig argumentiert werden soll. Die Geschichte ist ein großes Erfahrungsreservoir, aus dem man, wenn man allein nur an politische Geschichte denkt, viel über den variablen Zusammenhang zwischen Handlungsabsichten und Handlungsfolgen lernen kann. Doch sie kann keine durch Gründe abgesicherte Handlungsmaximen aufstellen. Wenn Politiker sich bei Philosophen und vielleicht auch bei Sozialwissenschaftlern in ihren Thinktanks Rat holen, dann werden sie typischerweise erfahren, was sie tun sollen. Wenn sie Historiker fragen, hören sie eher, was sie besser lassen. Historiker betreiben das Geschäft der Kritik, sie haben indes keinen direkten und privilegierten Zugang zum Normativen. Das kann ein großes Manko sein, gerade in der heutigen Zeit. Zu viele Hoffnungen, die nach der weltpolitischen Zeitenwende von 1990 gepflegt wurden, haben sich als Illusionen erwiesen. Von der ewigen kapitalistischen Prosperität über die friedliche Harmonie eines postnationalen und postimperialen Europa und das einträchtige Zusammenleben der Religionen bis zur frühlingshaften Demokratisierung im Süden des Mittelmeers. Dennoch bleibt der Zeitgeist, zumindest im Westen, normativ gestimmt. Aus den optimistischen 1980er Jahren hat sich ein, und auch 1990er Jahren noch, hat sich ein nicht immer robustes Vertrauen in zwei Säulen einer möglichen neuen Ordnung in das 20. Jahrhundert hinübergerettet. Dass Kommunikation Konflikte eher abbaut als verschärft und dass universale Werte, an erster Stelle die Menschenrechte, die beste Grundlage für ein erträgliches Zusammenleben von 7000 Millionen Menschen bieten. Hier an diesem Punkt setzt dieser Vortrag an. Jedoch nicht unmittelbar bei den Menschenrechten, diesem heute auch von Ideenhistorikern intensiv erforschten Thema, sondern über einen Umweg, auf den mich die jüngere Geschichte dieser Vorlesungsreihe gebracht hat. Indem ich nochmals meinen Dank ausspreche, in diesem Zusammenhang hier auftreten,
zu dürfen, noch als einer von wenigen Historikern, bekenne ich zugleich, dass mich erst diese Einladung dazu ermutigt hat, ein für mich ganz neues Thema anzupacken. Mir schien, dass sich und möglicherweise sogar ungeplant in den letzten Jahren eine Serie von Erörterungen zentraler Stichworte der Gegenwartsdiagnose herausgebildet hat. Da war die Rede von Rechtfertigung, Equality, Responsibility, Cosmopolitanism und anderes mehr. Und da war es reizvoll zu überlegen, welches Leitmotiv für unser Weltverständnis dieser Reihe hinzugefügt werden könnte. Mein Vorschlag ist die Kategorie des Schutzes, der Protektion. Zu diesem Thema möchte ich nun einige provisorische und skizzierte Überlegungen vortragen. Seltsamerweise gehört die Kategorie Schutz im westlichen Denken nicht zum Grundrepertoire des theoretischen Weltbezugs. Das lexikalische Grundwerk der Begriffsgeschichte, die achtbändigen geschichtlichen Grundbegriffe, erwähnen sie nicht. Man sucht in Handwörter und Wörterbüchern der Philosophie, der Theologie, der Soziologie und der Politikwissenschaft vergeblich nach Schutz, Protection, La Protection oder benachbarten Termini aus diesem semantischen Feld. Das juristische Denken kennt offenbar keine übergreifende Kategorie des Schutzes, sondern zahlreiche spezielle Schutzarten, Grundrechtsschutz, Patentschutz, Kündigungsschutz und so weiter. In der Politikwissenschaft, besonders in der Theorie der internationalen Beziehungen, wird man auf das benachbarte Wortfeld der Sicherheit verwiesen. In der Soziologie schweigen die Klassiker zum Thema, allenfalls die jüngere Diskussion um Risiko und Risikogesellschaft, also eine Gesellschaft, die zusehen muss, wie sie sich vor unzumutbaren Risiken schützt, geht in unsere Richtung. Diese Abstinenz gegenüber der Aufwertung eines von A bis Z allgegenwärtigen Alltagsworts, vom Schutzanstrich bis zum Schutzzoll und vom Aktionärsschutz bis zur Zeckenschutzimpfung, zu einer ebenso analytisch wie normativ verwendbaren Kategorie ist eigenartig. Gewiss, sie mag von Fall zu Fall erklärbar sein. Zum Beispiel ist die Soziologie als ein Diskurs über Modernität entstanden, als eine Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und damit von Individuen, die sich aus älteren Schutzbindungen emanzipieren und zu frei handlungsfähigen Akteuren werden. Die Idee des Schutzes haftet etwas Vormodernes an, wenn nicht Archaisches, eher Gemeinschaft als Gesellschaft. Der Feudalherr bietet seinen Vasallen und Hintersassen Schutz vor der Niedertracht der Feinde. Die Kirche nimmt die Gläubigen in ihre autoritäre Obhut. Der Patriarch dominiert seinen Haushalt, weil und solange er ihn nach außen als Schonraum garantieren kann. Die bürgerliche Gesellschaft beruht auf dem Prinzip der zumindest fiktiven Gleichheit. Ein Schutzverhältnis hingegen ist immer eines zwischen Ungleichen. Es ist asymmetrisch. Eine Beziehung zwischen einem machtbesitzenden Protektor und dem machtlosen oder mindermächtigen Schützling, der sogar manchmal ein Opfer des Beschützers werden kann. Die Moderne hingegen, so will es der theoretische Grundkonsens der letzten 200 Jahre, beruht auf der Gleichheit der Menschen als Marktteilnehmer, Eigentümer und sei es nur marxistisch gesprochen Eigentümer der eigenen Person und Staatsbürger. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Gleichheit in Programm und Praxis universalisiert. Rechtliche Diskriminierungen auf der Grundlage von Gender und Hautfarbe, ethnischer und religiöser Zugehörigkeit sind aus den Rechtsordnungen fast aller Länder verschwunden. Nur die biologisch Schwachen, also die Minderjährigen und in vielen Fällen die Behinderten, werden als ungleich anerkannt und stehen unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. In der internationalen Politik und unter einem von den Vereinten Nationen geprägten und überwachten Völkerrecht hat ein Zwergstaat im Prinzip den gleichen souveränen Status wie eine führende Weltmacht. Über asymmetrische Schutzverhältnisse nachzudenken oder gar Schutz zu einer Kategorie der Politik- und Gesellschaftsanalyse erheben zu wollen, hat daher einen konservativen Beiklang. Schutz hat immer mit der Verminderung von Freiheit zu tun, mit Abhängigkeit vom Beschützer, mit der Aufgabe von Handlungsautonomie.
Wer schutzbedürftig ist, verfügt nicht über die Fülle seiner Kräfte, ist inkomplett, nur teilweise mündig, ergänzungsbedürftig und vor allem in einer doppelten Weise eingeschränkt und unterlegen. Zum einen gegenüber dem Beschützer, zum anderen aber auch gegenüber der Bedrohung, vor der ein Schutz nötig ist. Denn der Beschützer ist im Allgemeinen das kleinere Übel. Die Macht, die er ausübt, ist erträglich. Im Vergleich zur größeren Macht oder roheren Gewalt, vor der er schützt. Nur eine Ausnahme vom asymmetrischen Charakter des Schutzverhältnisses gibt es unter modernen Bedingungen, das ist die Versicherung, die ich mir als Kunde kaufe. Zwischen mir und meiner Haftpflichtversicherung besteht ein egalitärer Cash-Nexus, keine Asymmetrie, also keine Asymmetrie wie die, wie Ernst Bloch gesagt hat, zwischen Unternehmern und Unternommenen. Das Gefälle im Schutzverhältnis ist also bei näherer Betrachtung nicht ideologisch konstruiert und deshalb auch dem Vorwurf des Konservativismus nur bedingt zugänglich. Es liegt in der Natur der Sache. Mit der Zunahme realer Ungleichheit, sei es der Vermögens- und Einkommensverteilung in einer nationalen Volkswirtschaft, sei es der ökonomischen und militärischen Potenziale von Staaten und ganzen Weltregionen, wachsen die empfundenen und artikulierten Schutzbedürfnisse. Da auch die Globalisierungstendenzen der letzten Jahrzehnte nicht zu einer generellen Nivellierung von Hierarchien geführt haben, da die Welt nicht flach geworden ist, bleibt eine ungeheure Menge an Schutzbedürfnissen. Zum Beispiel hat die globale Ausbreitung des Kapitalismus keineswegs zu einer realisierten Utopie der allgemeinen Daseinsvorsorge geführt. Gewerkschaften sind überall auf der Welt nicht weniger wichtig, als sie es zu ihrer Entstehungszeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren. Die Zustände in chinesischen Bergwerken oder südasiatischen Textilfabriken zeigen die Wirklichkeit ungeschützter Arbeit, die eine effektive Selbstorganisation, also der kollektive Selbstschutz, verwehrt ist. Hunderte von Millionen Menschen leben und arbeiten heute unter Bedingungen elementarer Schutzlosigkeit. Dasselbe gilt für die Flüchtlinge und Vertriebenen, deren Zahl heute beispiellos ist. Man findet sie nicht nur in Afrika und im Nahen Osten. Dort, wo der Sozialstaat schwächelt oder vollends dort, wo es ihn gar nicht gibt, ist Schutzlosigkeit ein Massenschicksal. Die Soziologin Saskia Sassen zum Beispiel verwendet den Begriff der Expulsions inzwischen auch für die Millionen in den USA und anderswo, die während der Hypothekenkrise von 2007 oder ab 2007 aus ihren nicht mehr finanzierbaren Wohnungen vertrieben wurden. Vielleicht kann man, um einmal nachdrücklich normativ zu werden, ungewöhnlich für einen Historiker, wie ich eben sagte, für Gegenwart wie Vergangenheit ein Kriterium formulieren. Die Zivilisiertheit einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie gut sie ihre Schwächsten schützt. Für all dies bräuchte man eine Soziologie der Ohnmacht, die das Pendant zu den bekannteren Theorien der Macht bilden müsste, eine Wissenschaft von und einen öffentlichen Diskurs über die Geschützten und die Ungeschützten und selbstverständlich über die zahlreichen Zwischenstufen, die man modisch auf einer Skala der Prekarierität verorten kann. Und dies womöglich ergänzt durch eine naturwissenschaftlich-anthropologische Begründung von Schutz, die bei der biologischen Tatsache ansetzen müsste, dass die meisten Spezies ihre schutzlosen Nachkommen verteidigen. Wer es gerne abstrakt oder komplex hat, dem wird übrigens gefallen, dass die Kategorie Schutz ziemlich formal definiert und verwendet werden kann. Zu ihren formalen Eigenschaften gehört, dass im Grunde alles vor allem geschützt werden kann und deshalb das protektive Kernverhältnis von Schützenden und Beschützten, vielleicht eine zeitgemäße Variante der Hegelschen Kombination von Herr und Knecht, in umfassendere Beziehungen der Gegenseitigkeit eingebettet ist. So ist zum Beispiel der Begriff Staatsschutz ambivalent. Gemeint ist selbstverständlich im engeren Sinne der Schutz, und hier muss man präzisieren, der Selbstschutz des Staates gegenüber Feinden, die sich außerhalb einer gemeinsamen Rechtsordnung stellen, also Terroristen oder gewaltbereite Bewegungen mit explizit revolutionären Zielen.
Staatsschutz ist aber auch im Sinne eines klassischen Habeas Corpus Liberalismus der Schutz des Menschen und Bürgers vor dem Staat, also die Abwehr rechtsungebundener Willkür, das heißt dessen, was die ältere politische Theorie Tyrannis nannte, heute in westlichen Ländern eher vor anfechtbaren Verwaltungsentscheidungen. Eine weitere formale Eigenschaft des Schutzbegriffs besteht darin, dass er immer ein bedrohliches Gegenprinzip voraussetzt, zum Beispiel eine aggressionsbereite Großmacht, vor der ein Staat Schutz in einem Militärbündnis sucht, etwa der NATO, oder auch die Unwägbarkeiten des Lebens, gegen die man eine Versicherung abschließt. Formal wäre schließlich auch der Zukunftsbezug. Schutz kann man mit hinreichenden Erfolgschancen nur suchen, wenn es noch nicht zu spät ist und da nur noch Nothilfe und Rettung bleiben. Deshalb hat Schutz der Grundstruktur nach einen prospektiven Versicherungscharakter. Er ist ein Austausch bzw. Trade-off zwischen der Verminderung des Risikos zukünftiger Beeinträchtigung und den Kosten dafür, die immateriell in freiwilliger Einschränkung der eigenen Handlungsautonomie bestehen. Zwei weitere Überlegungen kommen abschließend hinzu, um diese knappe Skizze des Schutzbegriffs zu vollenden. Erstens ist die, zumindest aus liberaler Sicht, sozialkonservative Konnotation des Schutzkonzepts, das natürlich von Anfang an auch ein sozialistisches Konzept war, Schutz des Proletariats vor dem Druck des freien Marktes, durch die Idee des Schutzes der Natur vollkommen umgepolt worden. Die Idee des Naturschutzes ist alt, sie geht in Europa in die frühe Neuzeit zurück, hat aber in den letzten Jahrzehnten eine völlig neue Bedeutung angenommen. War sie zunächst eine Verbindung zwischen lokaler Ressourcenhegung, also etwa den klassischen Aufgaben eines Försters, und der sentimental-ästhetischen Bewahrung von insularer Reservatsnatur, etwa im Naturparkgedanken, der am Anfang vor allem der nordamerikanischen Ökologie steht. So geht es heute um die Verteidigung eines global gefährdeten Status quo. Maßgebende Gesichtspunkte sind dabei Biodiversität, also Artenschutz, und Klimaschutz, in dem Sinne der Abwehr einer prognostizierten weiteren Verschlechterung des Erdklimas aus der Sicht menschlicher Gesellschaften. Das ist natürlich auch wieder relativ. Es gibt Organismen, für die eine Erderwärmung eine gute Sache wäre. Zuerst auf ökologischem Gebiet hat der Schutzgedanke die Wertigkeit des Fortschrittlichen angenommen. Spätestens mit dem Gegensatz von ressourcenverzehrendem, am Produktionsparadigma orientiertem Sozialismus und einem ressourcenschonenden Ökologismus ist auch das alte Rechts-Links-Schema der europäischen Politik ins Wanken geraten. Fortschrittlich ist heute eher, wer die lebende Natur und das Klima schützen will, als der Protektor von Arbeitsplätzen im Kohlebergbau. Zweitens gehört zu den negativ belasteten Bedeutungen von Schutz die korruptionsverdächtige Protektion. Auch sie darf jedoch aus dem Untersuchungskreis asymmetrischer Sozialbeziehungen nicht ausgeschlossen werden. Das Protegieren als Instrument von Einflusspolitik gehört zu den weithin modernisierungsresistenten Universalien des sozialen Lebens. Vergeblich dürfte man einigermaßen komplexe Gesellschaften suchen, in denen ein unvermischtes Leistungsprinzip vorherrscht, in denen noch nicht einmal sanfte Formen von Seilschaften, Klicken, Lehrer-Schüler-Verhältnissen, Verwandtschaftsbanden, landsmannschaftlicher Solidarität und anderen Formen von Beziehungen beim Fortkommen der Einzelnen eine Rolle spielen. Solche hyperrationalen Gesellschaften, wenn es sie gäbe, wären vermutlich in ihrem eisigen Meritokratismus unmenschlich. Auf der anderen Seite ist ein Überhandnehmen irregulär zugeteilter Lebenschancen, also systematische Korruption, eine Hauptquelle politischer und administrativer Dysfunktionalität und eine der am weitesten verbreiteten Ursachen des Legitimitätsmangels politischer Ordnungen. Personalprotektion als Platzierungsstrategie ist mit einer Max-Weberschen Rationalisierung von Sozialbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert keineswegs verschwunden. Der alte, allen Historikern der europäischen Antike und allen politischen Anthropologinnen geläufige Begriff des Klientelismus bleibt für die Untersuchung von Sozialverhältnissen auch in der Gegenwart unentbehrlich.
Je unschärfer Klassen- und Schichtungsstrukturen beim genaueren Hinsehen werden, umso deutlicher rückt etwa auch in der Wirtschafts- oder in der Unternehmensgeschichte die fortdauernde Bedeutung informeller Netzwerke in den Blick. In der Staatenwelt, und damit komme ich zu meinem zweiten großen Thema und einer Konkretisierung des Schutzgedankens, in der Staatenwelt, so möchte man meinen, liegen die Verhältnisse einfacher. Dort gibt es klar definierte Akteure, nämlich die international anerkannten Regierungen souveräner Staaten. Über ihnen schwebt die Ebene internationaler Organisationen, also in erster Linie der UN, im Ausnahmefall Europa, auch die Dachstruktur supranationaler Institutionen mit Unionscharakter, also die Europäische Union und ihre Organe. Die Beziehungen zwischen den Staaten sind im Wesentlichen, so denkt man, durch zwischenstaatliche Verträge und durch ein übergreifendes, allgemein anerkanntes Völkerrecht geregelt. Sie spielen sich teilweise immer noch hinter den Kulissen ab. Niemand außer möglicherweise gewissen Geheimdiensten wissen, was Angela Merkel und Wladimir Putin miteinander besprechen, sind aber im Allgemeinen doch vor der Weltöffentlichkeit transparenter als im Zeitalter der Geheimdiplomatie. Seit dem Ende des Kalten Krieges, vor einem Vierteljahrhundert, so meinen viele Zeitdiagnostiker, allerdings eher solche in den, im akademischen Bereich als in den Medien, hat sich die internationale Politik weitgehend entideologisiert, hat aus der Falle allgegenwärtiger Polarisierung herausgefunden und eröffnet größere Spielräume, um jenseits von national-egoistischer Realpolitik idealistische Ziele eines menschheitlich geteilten Gemeinwohls anzustreben. Den Weltfrieden, die ubiquitäre Herrschaft des Rechts, im Idealfall sogar eines überpositiven Menschenrechts, die Begrenzung und Beseitigung von Hunger, Krankheit und Unbildung. In einer solchen Welt wäre Schutz eigentlich nur noch nötig als Schonraum für, wie die schöne Formel lautet, Hilfe zur Selbsthilfe. So etwas wie zielstrebig erziehende Toleranz von guten Eltern und Lehrern gegenüber Heranwachsenden. Im Universitätsbereich heißt das das Lernen lehren. Leider hat die Realität bisher solche rosigen Erwartungen an ein neues Zeitalter enttäuscht. Man musste vielleicht Historiker sein, um aufzuhorchen, als im Jahre 1999 im Kosovo eine von Friedenstruppen gesicherte UN-Übergangsverwaltung errichtet wurde, auf die umgehend der Begriff des Protektorats angewandt wurde. Eine ähnliche Konstruktion wurde im Oktober desselben Jahres für Osttimor gewählt, das bis dahin von seiner früheren Annexionsmacht Indonesien bedrängt worden war. Hatte es aber nicht vom März 1939 bis zur deutschen Kapitulation im Mai 1945 ein Protektorat Böhmen und Mähren gegeben, der offizielle Name der vom nationalsozialistischen Großdeutschland annektierten Tschechoslowakei, war nicht überhaupt das Protektorat eine weithin praktizierte Form europäischer Kolonialherrschaft gewesen, die erst mit der Dekolonisation in den 1950er und 1960er Jahren verschwand? Hießen nicht die Kolonien des Deutschen Reiches Schutzgebiete und die kolonialen Militärkräfte Schutztruppen? Wer sollte damals vor wem geschützt werden? Schon 1992 waren in Kroatien, wenig später in Bosnien und Herzegowina Schutzzonen, offiziell United Nations Protected Areas, eingerichtet worden, freilich von fragwürdiger Effizienz. Die USA griffen das Konzept im Irakkrieg von 2003 auf und schufen gesicherte Zonen, in denen die irakischen Kurden vor der Verfolgung durch Saddam Hussein sicher sein sollten. Übrigens hatte schon Ende 1937 der Siemens-Vertreter John Raabe in Nanjing Tausende von Chinesen vor der japanischen Soldateska gerettet, indem er eine Hakenkreuzfahne hochzog und drumherum eine Schutzzone erklärte. Gegenwärtig wird die Etablierung solcher Schutzzonen von Sprechern der Jesiden und Christen im Irak gefordert, um diese Gruppen vor den mörderischen Nachstellungen des Islamischen Staates in Sicherheit zu bringen. Mehr noch, durch einen Beschluss der
UN-Generalversammlung von 2005 haben sich die Vereinten Nationen nach etwa fünfjähriger interner Vorbereitung auf das Prinzip der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, festgelegt. Seine Auslegung ist, wie kaum anders zu erwarten, unter Juristen und in der Politik umstritten, aber der Grundgedanke lässt sich in zwei Schritten leicht zusammenfassen. Erstens hat nach dieser Doktrin jede nationale Regierung die Pflicht, so muss man in diesem Zusammenhang wohl das Wort Responsibility etwas zugespitzt übersetzen, für die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer eigenen Bevölkerung zu sorgen. Vernachlässigt sie diese Pflicht in einem Ausmaß, das zu umfangreichen Verletzungen der Menschenrechte führt, dann hat zweitens die internationale Gemeinschaft die Verantwortung, ob damit in diesem Zusammenhang ebenfalls Pflicht, also zwingende Pflicht gemeint ist, ist umstritten, hat also die internationale Gemeinschaft die Verantwortung, sich über das Prinzip der Nichteinmischung in fremde Souveränität hinwegzusetzen und anstelle der pflichtvergessenen Regierung selbst für die Wiederherstellung einigermaßen erträglicher Lebensumstände zu sorgen. Auch dieser dramatischer Appell an eine übernationale Verantwortung für Bevölkerungsgruppen und ganze Länder, die als hilflose Objekte der Weltpolitik gesehen werden, weckt historische Reminiszenzen. Denn der Völkerbund, die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen, bekannte sich 1919 zum Prinzip des Trusteeship, das im Gegensatz zum Kolonialismus der Vorkriegszeit ein Element der Verantwortlichkeit enthielt, besonders dort, wo der Völkerbund Gebiete, die vormals von Deutschland und dem Osmanischen Reich kontrolliert worden waren, einzelnen Siegermächten, Großbritannien, Frankreich, Australien, Südafrika und so weiter, als Mandate übertrug. Damit war eine Art von treuhänderischem Erziehungskolonialismus gemeint, der letzten Endes in der Unabhängigkeit der Kolonisierten münden sollte. Die Vereinten Nationen praktizierten diese Art von Trusteeship noch in kleinen Resten bis 1994. Im Prinzip der Schutzverantwortung, also der Responsibility to Protect, verbindet sich das Stellvertreterprinzip der Treuhandschaft unmittelbar mit einem älteren Handlungstyp, dem der humanitären Intervention. Waren solche Interventionen, pauschal gesagt, im früheren Völkerrechtsverständnis unter der allgemeinen Ächtung von Krieg und Gewalt verboten, weil sie fremde staatliche Souveränität verletzten, so sind sie unter bestimmten Umständen seit einigen Jahren zugelassen, wenn nicht sogar in Einzelfällen geboten. Bis dahin erfolgten Interventionen typischerweise in Gestalt des Einsatzes europäischer und nordamerikanischer Truppen zur Rettung eigener Staatsbürger aus lebensbedrohlichen Situationen in einem fremden Land. Dafür gibt es viele Beispiele. Das spektakulärste aller Zeiten war die gemeinsame Intervention von 8 Mächten gegen das chinesische Kaiserreich im Sommer des Jahres 1900, nachdem die aufständische Kampfsekte der Ichetuan, im Westen Boxer genannt, das Gesandtschaftsviertel in Peking blockiert und belagert hatte, die Kabelverbindungen nach außen gekappt hatte und mit der Massakrierung der Insassen des Botschaftsviertels drohte. Formal handelte es sich dabei um einen Krieg, den China den Mächten erklärt hatte. De facto war es aber eine anschließend erfolgreiche Rettungsintervention. Ein dramatisches Beispiel aus neuerer Zeit ist die Befreiung von 102 Geiseln auf dem Flughafen von Entebbe in Uganda durch israelische Sicherheitskräfte im Jahre 1976. Weniger filmreif, aber häufiger vorkommend ist heute das, was Overseas Citizen Protection genannt wird, also zum Beispiel die schnelle Evakuierung innerhalb von 2 Wochen ungefähr von 35.000 chinesischen Arbeitern aus Libyen auf dem Höhepunkt der Libyen-Krise Anfang 2001. Mit der Anerkennung des Prinzips der Schutzverantwortung wurde allerdings eine viel weiterreichende Art der Intervention legalisiert und in das Instrumentarium der internationalen Politik aufgenommen. Der Gewalteinsatz nicht nur zugunsten eigener Bürger der Interventionsmächte, der übrigens völkerrechtlich niemals ganz eindeutig erlaubt worden war, sondern nun auch Intervention zum Nutzen von verfolgten Fremden.
mit einer emotional zugespitzten, ja etwas demagogischen Redensart, die sich in Medien und Politik im Jahre 2001 auf dem Höhepunkt der Libyen-Krise und dann während des syrischen Bürgerkrieges seither ausbreitete und die nüchterne Volksrechtler erschauern lässt. Wenn eine Regierung Krieg gegen das eigene Volk führt, dann darf und muss man sie mit militärischen Mitteln daran hindern. Die Intervention, ob man sie nun im Einzelfall als humanitär bezeichnet oder nicht, ist damit beinahe zu einem virtuellen Standardinstrument der Weltpolitik geworden. Man hätte rein theoretisch mit dieser Begründung im Mai 1989 die Volksrepublik China und seit langem schon Nordkorea angreifen können, dessen Regime wahrscheinlich, ohne dass man übertreibt, einen Krieg gegen das eigene Volk führt. Ganze Armeen sind inzwischen von der klassischen Landesverteidigung auf das ferne Policing umorientiert worden. Nimmt man nun noch hinzu, dass Russland den Schutz russischsprachiger Minderheiten in seinen Nachbarstaaten unter Verletzung von deren Souveränitätsrechten zu einer Option seiner Außenpolitik erklärt und im Fall der Krim und der Ostukraine bereits in die Tat umgesetzt hat, dass es sich also unilateral übergeordnete Rechte vom, um jetzt in ein etwas älteres Lexikon aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu greifen, Rechte von Volkstumsschutz und imperialer Interessen, Wahrung herausnimmt, dann scheint sich die Geschichte vollends zu wiederholen. Nach Dekolonisation und Kaltem Krieg erinnert plötzlich sehr vieles an die Epoche davor. So einfach ist es selbstverständlich nicht. Wenn die Geschichte sich wiederholt, dann mit charakteristischen Wolten und Verschiebungen. Man muss sich vor zwei Einseitigkeiten hüten. Auf der einen Seite wäre es falsch, im Menschenrechtsinterventionismus der Gegenwart schlichtweg eine Wiederauflage des alten Imperialismus zu sehen und vielleicht sogar aus diesem Grunde einer auf Schutzverantwortung gegründeten Politik ihre Legitimität abzusprechen. Das Schlagwort vom Neoimperialismus greift zu kurz, auch wenn man sehen und respektieren muss, dass die Einwände gegenüber Responsibility to Protect auch in der inneren Diskussion der Vereinten Nationen Anfang des Jahrhunderts, dass die Einwände also hauptsächlich von China, Brasilien und anderen Ländern des globalen Südens vorgetragen wurden, übrigens durchaus realpolitisch begründet. China zum Beispiel verbietet sich sogar verbale Einmischungen in die verschiedenen Krisenherde an der eigenen Peripherie, aber eben nicht nur realpolitisch begründet. Andererseits bedarf ein schematisches Geschichtsbild der Kritik, das in den Sozialwissenschaften heute weit verbreitet, vom Ende des Kalten Krieges 1990 eine neue Epoche der Weltpolitik datiert, eine Epoche, in welcher der alte Machtrealismus, wenn man so will, Machiavellismus, wie ihn heute fossilhaft der 91-jährige Henry Kissinger verkörpert, durch eine wertegesteuerte Menschenrechtspolitik im Zeichen der Globalisierung abgelöst worden sei. Zwischen 1648 und 1990, so kann man vergröbernd ein ohnehin schon sehr simples Modell zusammenfassen, habe, so diese Position, eine westfälische Ordnung gegolten, der zufolge souveräne Machtstaaten auf ihren jeweiligen Territorien treiben konnten, was sie wollten, während sie ihre Beziehungen untereinander über die Mächtemechanik von Gleichgewicht, imperialer Konkurrenz und Abschreckung regelten. Diese Ordnung sei seither tendenziell, niemand ist natürlich so naiv, Fehlentwicklungen ganz zu übersehen, durch eine neuartige Moralisierung der internationalen Politik unterlaufen und am Ende vielleicht sogar außer Kraft gesetzt worden. Zwischen diesen beiden extremen Positionen, also einem extremen Realismus und einem extremen Idealismus, lässt sich eine andere Geschichte von Schutzbeziehungen in der Staatenwelt erzählen. Sie zerfällt allerdings chronologisch in zwei Abschnitte, die in der Tat durch das Ende des Kalten Krieges getrennt werden, jedoch weniger aus einem geschichtsphilosophischen als aus einem pragmatischen Grund. Auch wenn es in jüngster Zeit gelegentlich Interventionen gab, die nicht von einem UN-Mandat gedeckt waren, vor allem 1999 der NATO-Lufteinsatz im Kosovo, immerhin eine größere Aktion, bis zu 1000 gleichzeitig eingesetzten Flugzeugen.
So herrscht doch allgemeine Übereinstimmung darüber, dass in Ermangelung einer mit Rechten der Bundesexekution ausgestatteten Weltregierung allein der Weltsicherheitsrat Militäreinsätze zwecks Durchsetzung der Schutzverantwortung autorisieren darf und dass diese Militäreinsätze in der Regel multilateral sein müssen. Erst mit dem Ende der ständigen Blockade während des Kalten Krieges zwischen den mit Vetorecht ausgestatteten ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates hat dieses Gremium die nötige Handlungsfreiheit gewonnen, um solche Autorisierungen zu beschließen. Mit diesem Grundsatz sind freilich keineswegs alle Fragen, die sich im Einzelfall ergeben könnten, bereits gelöst. Zu diesen Fragen gehören etwa die folgenden drei. Erstens stellt sich das Problem, wie die Größenordnung von Menschenrechtsverletzungen empirisch unanfechtbar festgestellt und politisch abwägend beurteilt werden kann. Muss Völkermord, ebenfalls eine ebenso suggestive wie schillernde Vokabel, bereits begonnen haben oder unmittelbar bevorstehen? Oder genügt es schon, wenn die Politik eines Regimes Flüchtlingsströme erheblichen Ausmaßes verursacht? Flüchtlingsströme, die von Völkerrechtlern heute oft als destabilisierende Friedensbedrohung interpretiert werden? Welche Rolle spielen Medien und Propaganda? Wie lassen sich in einem undurchsichtigen Konflikt Gemenge, das heutige Syrien ist dafür ein bedrückendes Beispiel, Täter und Opfer trennscharf identifizieren? Selbst wenn zweitens kaum jemand nach dem Verschwinden der amerikanischen Neokonservativen aus Positionen politischen Einflusses noch die Ansicht vertritt, es sei gestattet, zwecks Verbreitung der Demokratie und westlicher Wertvorstellungen, also auch von Vorstellungen über die Gleichberechtigung und Förderung von Frauen, siehe Afghanistan-Diskurs, Angriffskriege zu führen, so ist doch zu erwarten, dass jeder schützende Eingriff in eine Konfliktsituation primär erst einmal destruktiv wirkt. Ein Failed State wird dadurch nicht stabiler, dass man ihn bombardiert. Unter welchem Mandat kann aber eine längere Besatzungsherrschaft gerechtfertigt werden? Die berühmten Beispiele vom gelungenen Aufbau unter Siegerbesatzung, nämlich Deutschland und Japan nach 1945, liegen zu weit zurück, um noch maßgeblich zu sein. Und sie waren allein schon deshalb Sonderfälle, weil hier anders als in Somalia, Haiti oder Osttimor kein elementares Nation-Building von Grund auf erforderlich war. Ansonsten fallen die Erfahrungen gemischt aus. Die als Befreiungs-, Befriedungs- und Wiederaufbauprojekte betrachteten Okkupationen des Irak und Afghanistans gelten heute im Allgemeinen als Fehlschläge. Im Vergleich dazu verlief die Gründung des griechischen Staates im Jahre 1830, die auf einen Angriff der Flotten Großbritanniens und Russlands gegen die auf den griechischen Inseln wütenden Osmanen folgte, mit europäischer, insbesondere bayerischer Hilfe um einiges erfolgreicher. Ziehen sich jedoch die Interventen nach einem kurzen Surgical Strike zurück und überlassen das Objekt ihres Eingreifens sich selbst, dann droht, wie im heutigen Libyen, das, was die klassische politische Theorie noch stärker perhorisierte als die Despotie und die Tyrannis, nämlich die Anarchie. Drittens können auch schützende humanitäre Interventionen keine unmittelbaren und spontanen Rettungsaktionen des Weltgewissens per se sein. Mögen sie für die Betroffenen plötzlich sozusagen aus unheiterem Himmel erfolgen, wie das Erscheinen des Ministers im Fidelio, so verbergen sich im Hintergrund doch komplizierte politische Vorbereitungen mit nationalen Regierungen und Militärapparaten, der UN-Bürokratie, humanitären Lobbyorganisationen und oft auch Exilpolitikern als den wichtigsten Akteuren. Dies war bei den Interventionen des 19. Jahrhunderts kaum anders, von denen sich außer der griechischen auch eine ganze Reihe anderer gegen das Osmanische Reich richteten. Die Suche nach rein idealistisch motivierten, gewissermaßen politikfreien Schutzeingriffen führt in die Irre. Damals wie heute vermischten sich Gesinnungsethik und interessengeleitete Machtpolitik. Es gibt leider in den internationalen Beziehungen keine geradlinige und stetige Fortschrittsgeschichte vom Egoismus zum Altruismus.
Diese beiden Ingredienzien treten meist gemischt auf. Im 16. Jahrhundert unterstützte England die aufständischen Niederländer aus ideologischer Solidarität mit bedrohten Protestanten, aber gleichzeitig auch, um ein Festsetzen Spaniens oder durchaus denkbare anarchische Zustände an seiner kontinentalen Gegenküste zu verhindern. Im 17. Jahrhundert kam Oliver Cromwell den bedrängten protestantischen Waldensern im italienischen Piemont zu Hilfe, obwohl keinerlei Interessen des englischen Staates auf dem Spiel standen. Ein seltener Fall von grenzüberschreitendem Idealismus. Ebenso schritt im frühen 19. Jahrhundert die britische Royal Navy auf allen Weltmeeren gegen den Sklavenhandel ein, ohne damit unmittelbar die geostrategischen und ökonomischen Interessen des Vereinigten Königreichs zu verfolgen. Dies waren ebenfalls im Wesentlichen idealistisch im Falle der Sklaverei sogar ansatzweise menschenrechtlich motivierte Aktionen. In vielen anderen Fällen, die sich von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart finden, diente die Empörung über das, was im 19. Jahrhundert Massaker hieß und heute Menschenrechtsverletzung genannt wird, nicht zuletzt als Vorwand für Machtdemonstrationen und Machtexpansion. Man mag allerdings bezweifeln, dass die Wahrnehmung von Schutzverantwortung primär von den leitenden Absichten her beurteilt werden sollte. Wenn ein, wie auch immer motiviertes, Eingreifen den Zweck erfüllt, Verbrechen Einhalt zu gebieten, wäre die Aktion erfolgreich gewesen. Besonders wäre sie es dann, wenn gewaltförmige Folgen größeren Umfangs, etwa das Aufbrechen neuer gewaltsamer Konflikte, wie im Irak nach der Entmachtung Saddam Husseins, ausbleiben. Ein Beispiel für eine gewissermaßen kontaminierte Motivlage mit erfreulichem Ergebnis ist die vietnamesische Intervention in Kambodscha im Winter 1978-79, von der gleich noch kurz die Rede sein wird. Auch die Frage, warum, ob nun im 19. Jahrhundert oder in der Gegenwart, Großmächte in einigen Fällen intervenieren, in anderen, wo es mindestens ebenso dringlich geboten werde, dies aber nicht tun, lässt sich aus rein humanitären Intentionen allein nicht beantworten. Tatsächliche Aktion verlangt einen politischen Willen, der wiederum unter Bedingungen demokratischer Politik von innenpolitischen Prioritäten bestimmt wird. So hatte die Enthaltung der Bundesrepublik Deutschland am 17. März 2011 bei der Entscheidung im Weltsicherheitsrat über einen Lufteinsatz in Libyen unter anderem den taktischen Hintergrund, dass zwei Landtagswahlen bevorstanden und die verantwortlichen Politiker, also Bundeskanzlerin und Bundesaußenminister, angesichts der in Deutschland favorisierten, wie es so schön heißt, Kultur der militärischen Zurückhaltung, die Unpopularität einer deutschen Kriegsbeteiligung fürchteten. Eine Geschichte des internationalen Schutzes, um nun zu ihr zurückzukehren, könnte in breitesten Strichen ungefähr so aussehen, ganz knapp nur skizziert. In der europäischen frühen Neuzeit war konfessionelle Solidarität ein häufiger Grund für grenzüberschreitende Militäroperationen. Schon im 16. Jahrhundert tauchte allerdings daneben der Gedanke auf, Ungerechte, wie es damals hieß, Herrscher dürften nicht nur von ihrem eigenen Volk abgesetzt werden, sondern dies dürfe auch mit fremder Unterstützung, im Extremfall sogar allein auf fremde Initiative geschehen. In einigen Fällen kam es in der Tat zu solchen von außen organisierten Depositionen von Fürsten, die es in den Augen ihrer Kollegen zu weit getrieben hatten. Der Friedenskongress von Münster und Osnabrück hierarchisierte 1648 erstmals das Akteurspersonal und definierte den kleinen Kreis der europäischen Großmächte. Darin und in der konfessionellen Entschärfung, modern gesprochen Deideologisierung der Konfliktmuster, lag seine Bedeutung nicht in der vermeintlichen Erschaffung abgeschotteter Machtmonaden. Die Westfälische Ordnung beendete jedoch keineswegs die religiös motivierte oder zumindest offiziell so begründete Vertreibung von Minderheiten. Die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. 1685 ließ über 50.000 Hugenotten allein in die deutschen Länder fliehen. Auch schwächte sich die Stellung kleinerer Akteure. Die Teilungen Polens waren im Widerspiel der Großmächte vollkommen systemkonform. Der Interventionismus im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons war dann erstmals säkular-ideologisch motiviert. Wie zunächst 1798 in Ägypten trat Bonaparte auch an den Peripherien Europas als Bringer einer höheren Zivilisation auf.
verschiedene nationale Varianten einer europäischen Zivilisierungsmission, so war die britische etwas stärker religiös betont als die französische, wurden dann zu einer Triebfeder der europäischen Kolonialexpansion im gesamten 19. Jahrhundert. Zivilisierung, diesmal in Anführungsstriche gesetzt, die den Kolonialvölkern übrigens selten mit stärkerer Gewalt aufgezwungen wurde als innereuropäische Germanisierungen oder Russifizierungen, bedeutete im Denken der Zeit auch Schutz der Nicht-Europäer vor sich selbst, Befreiung von einheimischen Traditionen und Religionen, die angeblich einer höheren Entwicklung im Wege standen. Zum Herrschaftsrepertoire der Kolonialmächte gehörte andererseits die indirekte Herrschaft, die sich über bestehende Ordnungen lagerte und wenig in sie eingriff, mithin keine größeren zivilisierungsmissionarischen Ambitionen verfolgte. In solchen Fällen wurden indigene Verhältnisse vor der Einwirkung der Moderne geschützt. Die Form des Protektorats bot dafür eine geeignete Hülle. Protektorate waren eine Art von Colonialism Light. Diese Option wurde häufig auch aus Gründen der internationalen Politik gewählt, um multiple und mehrschichtige Souveränitäten zu ermöglichen oder um andere imperiale Mächte durch eine extremere Form, also die Annexion, nicht zu sehr zu provozieren. Der Schutzgedanke kam in dieser Epoche weiterhin in drei anderen Spielarten vor. Erstens suchten gelegentlich nicht-europäische Herrscher und Völker von sich aus Schutz bei einer der Kolonialmächte, etwa um dem noch härteren Schicksal des Lebens unter einem rassistischen Siedlerregime zu entgehen. Zweitens mischten sich die europäischen Mächte über Religionsprotektorate, also die einseitige Unterstellung von Missionaren und indigenen Christen unter fremden Schutz, in die inneren Verhältnisse nominell selbstständiger Staaten wie Chinas oder des Osmanischen Reiches ein. Hier konnte Schutz zu einem trojanischen Pferd der indirekten Destabilisierung werden, denn Übergriffe auf die geschützten Bevölkerungsgruppen ließen sich leicht als Casus Belli konstruieren. Drittens war es ein Novum des Berliner Kongresses von 1878, das erstmals das Rechtsinstrument des Minderheitenschutzes in völkerrechtliche Verträge aufgenommen wurde. Das blieb in den meisten Fällen einstweilen ohne größere Folgen, bereitete aber juristisch die späteren Regelungen der Pariser Friedensverträge von 1919 vor. Bei dieser juristischen Neuerung war vor allem an die neu entstandenen Staaten auf dem Balkan gedacht worden. Entscheidend war aber, dass sich nun die Ansicht durchzusetzen begann, Obrigkeiten könnten mit ihren eigenen Untertanen nicht nach Belieben umspringen. Dies war nicht unbedingt ausschließlich humanitär gemeint, sondern entsprang auch der Sorge um die Stabilität territorial neu geordneter Regionen, wie also etwa des Balkan. Der Minderheitenschutz wird umso auffälliger, als im Zeitalter des kompetitiven Hochimperialismus, also den drei bis vier Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, humanitäre Interventionen eher seltener wurden als in der Zeit davor. Waren die Kolonialgebiete erst einmal verteilt, hielt man sich an die Regel, sich in die Kolonie der Konkurrenz möglichst wenig einzumischen. Ähnliches galt unter anderen Vorzeichen später für den Kalten Krieg der 50er bis 80er Jahre, als die Supermächte relativ zögerlich bei ihren Versuchen waren, in die Einflusszone der Gegenseite vorzudringen. Die erfolgreichsten Fälle von wahrgenommener, also tatsächlich realisierter Schutzverantwortung gingen in dieser Periode von asiatischen Akteuren aus, zuerst von Indien 1971 im Sezessionskrieg Ostpakistans, der mit brutalen Übergriffen der pakistanischen Armee auf die Zivilbevölkerung Bengalens begonnen hatte und der dann zur Selbstständigkeit des neuen Staates Bangladesch führte. Indien verhinderte damals wahrscheinlich eine noch viel größere humanitäre Katastrophe. Den schlimmsten Krieg, den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Regierung gegen ihr eigenes Volk führte, beendete Vietnam im Winter 1978-79, indem es das massenmörderische Regime der Roten Khmer in Kambodscha durch einen militärischen Eingriff und Einmarsch vertrieb. Diese Aktion, die mittelfristig
und mit UN-Hilfe in eine relativ günstige Weiterentwicklung Kambodschas mündete, wäre im Meinungsklima des frühen 20. Jahrhunderts unserer Zeit als Musterbeispiel von Responsibility to Protect umjubelt worden. Im späten Kalten Krieg fand Vietnam indes wenig Beifall in der westlich dominierten Weltöffentlichkeit, weil es als Vasall der Sowjetunion galt, während die Roten Khmer unter der losen Protektion des spätmaoistischen Chinas standen, das damals seine Beziehungen zu den USA nach dem Besuch Präsident Nixons 1972 langsam verbesserte. Das Desinteresse der westlichen Öffentlichkeit an der Terrorherrschaft der Roten Khmer, der bis zu 2 Millionen Kambodschaner zum Opfer fielen, etwa ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung, schockiert auch noch nach mehreren Jahrzehnten. Die Einführung der Schutzverantwortung als verpflichtendes Prinzip internationaler Politik 2005 war in der Geschichte internationalen Schutzes revolutionär, weil dieses Prinzip mehr nach sich zieht als nur die punktuelle Reparatur spezifischer Missstände. Es wird nicht nur sporadisch in die Souveränität von Staaten eingegriffen, vielmehr wird ein von der Weltgemeinschaft insgesamt repräsentiert durch den Sicherheitsrat, sanktionierter Regimewechsel, also nichts weniger als eine Revolution von außen, in Kauf genommen. Dieser Wandel wird vielfach als Ergebnis einer normativen Entwicklung, einer normativen Evolution verstanden. Die Sensibilität der Menschheit für Menschenrechtsverletzungen sei gestiegen, die Toleranz für Täter, auch solche in politischen Ämtern, zurückgegangen. Die Einsetzung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit für Kriegsverbrechen, also des Haager Tribunals, sei ein weiteres Indiz für einen Schub im globalen Rechtsempfinden. Daran dürfte vieles richtig sein, auch wenn die Versuchung groß ist, einen solchen Wertewandel, wie es ihn vergleichbar um 1800 bei der Delegitimierung von Sklavenhandel und Sklaverei gegeben hatte, die bis dahin in Europa als ziemlich selbstverständlich galten, weil die Gefahr besteht, einen solchen moralischen Wertewandel als unabhängige Variable zu betrachten, die man selbst nicht weiter zu erklären braucht. Da sind Historiker immer etwas skeptisch, sie wollen immer noch einen Schritt der Erklärung weitergehen und sich nicht mit unabhängigen Variablen begnügen. In der Tat, dieser Faktor reicht allein nicht aus. Responsibility to Protect war auch eine Flucht nach vorn als Konsequenz aus dem Scheitern des Peacekeeping-Konzepts der Vereinten Nationen. Trotz mancher kleinerer und öffentlich wenig beachteter Erfolge hatte die Stationierung von schwach bewaffneten Blauhelmen, die zur Neutralität verpflichtet waren und Waffengewalt nur zur Selbstverteidigung einsetzen durften, große Massenverbrechen nicht verhindern können. Die Weltöffentlichkeit dachte dabei vor allem an den Völkermord in Ruanda von 1994 und das Massaker in der angeblichen, so wurde das genannt, Schutzzone von Srebrenica im folgenden Jahr. In Kambodscha leisteten UN-Friedenstruppen wichtige Arbeit bei der Stabilisierung des Landes, doch hatte die vietnamesische Armee alleine, wie eben dargestellt, und ohne internationales Mandat am Jahreswechsel 1978-79 die Terrorherrschaft der Roten Khmer beendet, während die UN-Mission, die Kambodscha vorübergehend internationaler Verwaltung unterstellte, erst 1992 ins Land kam. Das Prinzip der Schutzverantwortung, das wäre meine These, war deshalb auch ein Ergebnis der Unzulänglichkeit der bestehenden UN-Instrumente und ebenso der Sorge, wilde Interventionen wie diejenige Vietnams, unautorisierte Interventionen, ohne Mandat des Sicherheitsrats würden sich wiederholen. Die vielfältige Problematik und innere Widersprüchlichkeit einer Interventionspolitik, die notgedrungen auf die militärischen Kapazitäten der USA und der alten europäischen Kolonialmächte angewiesen ist, dürfte den meisten von uns bewusst sein. Es muss auch gesehen werden, dass diese Großmächte sich nach solchen neuartigen Eingreifpflichten, die kostspielig und der heimischen Öffentlichkeit nicht immer leicht zu vermitteln sind, selten gedrängt haben. Die Initiative für Responsibility to Protect, also für die Erhebung dieses Prinzips zu einem verbindlichen Grundsatz im Jahre 2005, kam aus dem UN-Apparat selbst, sekundiert durch einflussreiche Intellektuelle, die für einen Übergang von der Friedenssicherung zur Friedenserzwingung plädierten. Der Schutz
mörderisch bedrohter Gruppen muss, und darin ist sich die Weltgemeinschaft in der Theorie einig, im Konflikt mit einzelstaatlicher Souveränität und sogar mit dem zwischenstaatlichen Frieden einen hohen Rang einnehmen. Die Verhinderung, Eindämmung und Bestrafung von Völkermord hat sich während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allmählich zu einem der obersten Werte der internationalen Ordnung entwickelt. Die Umsetzung solcher Prinzipien wird aber stets in einem konkreten Umfeld erfolgen, in dem sowohl die realpolitischen Interessen zahlreicher Akteure als auch ein verbreitetes Misstrauen gegen Großmächteinterventionen zu berücksichtigen sind. Selbst in relativ einfachen Situationen, dann etwa wenn ein Failing State ohne legitime innere Ordnung und ohne starke Verbündete pazifiziert werden soll, Beispiele wären Somalia oder Darfur, ergeben sich außerordentliche Schwierigkeiten. Viel komplexer ist die Lage, wenn eindeutige Freund-Feind-Zuschreibungen unmöglich und regionale Großmächte wie heute im Nahen Osten, der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien und Israel ihre jeweiligen eigenen Interessen verfolgen und sich an das Prinzip der Schutzverantwortung, das alle in der Theorie akzeptieren, unterschiedlich stark und sehr selektiv gebunden fühlen. Dann führt kein direkter Weg von einem moralisch und völkerrechtlich unanfechtbaren Prinzip zu einer Praxis, die ein vernünftiges Verhältnis zwischen Gewalteinsatz und seinen Nebenfolgen auf der einen Seite, dem unmittelbaren humanitären Nutzen auf der anderen erzielt. Zwischen der Furcht und dem Zynismus der Realisten, die glauben, doch nichts ändern zu können und zu sollen, und dem Überschwang der Idealisten, die am liebsten jeden Tyrannen stürzen und vor das Haager Tribunal zerren würden, liegt die breite Grauzone der Kompromisse und der suboptimalen Möglichkeiten. In Grauzonen fühlen sich auch Historiker immer am wohlsten. Sie können aus ihrem Spezialwissen keine einfachen Maximen und Rezepte ableiten, damit stehen sie der Ratlosigkeit der Politiker ziemlich nahe. Sie wissen aber einiges darüber, was in der Vergangenheit funktioniert hat und was nicht. Dieser Vortrag, um nun zum Schluss zu kommen, sollte helfen, sich die allgegenwärtige Denkfigur Schutz deutlicher bewusst zu machen und darüber öffentlich zu diskutieren. Es war ausführlicher von einem einzigen, aber politisch besonders wichtigen Aspekt von Schutz die Rede, dem Schutz lebend bedrohend gefährdender Gruppen in anderen Ländern als unseren eigenen. Daneben sind weitere Facetten des Themas vorstellbar. Einige wurden eingangs genannt, andere sollen wenigstens jetzt noch erwähnt werden. Der Schutz vor Epidemien, bei dem wir uns auf das Können von Medizinern und Pharmazeuten verlassen und erschrecken, wenn dieses Können an seine Grenzen gerät. Oder der Schutz unserer Privatsphäre, unserer Daten, für die sich Großkonzerne und Geheimdienste oft mehr interessieren als wir selbst. Überhaupt der Schutz vor Manipulation. Das Motiv Schutz eröffnet alle möglichen Zielkonflikte und Aporien. Selbstschutz geht oft auf Kosten des Schutzes der anderen. Egoismus und Altruismus lassen sich schwer auf denselben Nenner bringen. Afrikanische und nahöstliche Bootsflüchtlinge suchen Schutz in Europa, die Europäer wiederum schützen sich vor ihnen. Man kann sich zu wenig, aber auch zu viel schützen. Aus Schutzbedürfnis vermag paranoide Einigelung zu werden. Schutz parzelliert und hierarchisiert ganze Gesellschaften. In vielen Ländern der Welt sind nicht nur die Superreichen, sondern bereits große Teile der Mittelschicht in gated communities hinter Mauern und Zäunen verschwunden. Und wer schützt uns vor den Schützenden? Eine Frage, die sich gerade in den USA oder im Zusammenhang mit den USA seit dem 11. September 2001 gestellt hat. Das ist kein neues Dilemma. Im 17. Jahrhundert hatte es bereits Thomas Hobbes diskutiert. Wenn sich der Bürger in einer Situation des offenen oder latenten Bürgerkrieges dem Schutz des ermächtigten Souveräns anvertraut oder unterwirft, wer oder was bindet dann noch diesen Souverän? Diese Frage bleibt aktuell. Aber für Hobbes, und auch darin kann man ihm folgen, war dies ein Problem zweiter Ordnung. Ein anderes, elementareres stand am Anfang all seiner Überlegungen. Wie finden Gesellschaften aus der Anarchie heraus? Genauso formulierte es gestern ein Artikel der Süddeutschen Zeitung über Kenia. Der Staat dort in Kenia gibt zu, dass er seine Bürger nicht mehr schützen kann. Zitat:
Private Sicherheitsfirmen boomen, wer es sich leisten kann, schafft sich seine individuelle Festung, alle anderen sind der Anarchie des öffentlichen Raums ausgeliefert. Zitat Ende. Anarchie des öffentlichen Raums. Also, was heißt das? Schutzlos zu sein auf dem freien Markt der Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Osterhammel, vielen Dank für diesen facettenreichen Vortrag, in dem Sie nicht nur die verschiedenen Spielarten des Schutzes hier erörtert haben, sondern auch die Vielfältigkeit des Problematiks überhaupt einerseits, andererseits auch uns vor Augen geführt haben, der Wandel dieses Begriffes und die Notwendigkeit, ihn neu zu denken, ohne normative Vorgaben. Vielen Dank, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Wir freuen uns auch über den zahlreichen Besuch von Ihnen heute Abend und ich hoffe, Sie bleiben uns als Zuhörer, Zuhörerinnen treu. Die Jan Patočka Gedächtnisvorlesung wird jedes Jahr veranstaltet vom Institut und wir werden auch, wir hoffen, Sie auch im Institut nochmals bei anderen Gelegenheiten zu sehen. Ich möchte mich an dieser Stelle sowohl beim Renner-Institut wie auch dem Wien-Museum bedanken für die Gastfreundlichkeit und für die Kooperation und ich wünsche Ihnen einen guten Abend und einen guten Heimweg. Vielen Dank.